Zuletzt bei The Legend of Zelda Spirit Tracks. Der letzte Part war ausschließlich dazu da, um Nebenquests zu machen. Viele coole kleine Geschichten, die in der Welt von Spirit Tracks erzählt werden wollen. Stundenlang düsten wir über die Gleise, brachten Passagiere von A nach B, transportierten Güter und kauften mit den frischen Rubinen, die wir uns durch das Schätzefarmen verdient haben, den ein oder anderen Herzcontainer. Heute geht es in Richtung Wüstengegend. Friends, was geht? Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir haben Fische an Bord und befahren direkt eine neue Route, die wir uns freigeschaltet haben, weil uns das, glaube ich, sehr gut dabei helfen kann, schneller nach Hyrule Stadt zu kommen, denn dort werden Fische gebraucht. Und mit unserer neuen Route können wir die Fische, glaube ich, ziemlich schnell dorthin boxieren, weil wir fahren einfach nur kurz zum Turm der Götter, wenden dort und können dann direkt bei Hyrule Stadt rauskommen und die Fische abgeben. So, auf dem Weg dahin müssen wir jetzt aber auch gucken, ob hier irgendwo neue Hasen sind. Das sieht mir bisher nicht so aus, aber wir werden mit Sicherheit an einem neuen Bahnhof vorbeifahren. Genau diesem hier. Und das ist das Piratenversteck, die haben wir schon gesehen. Oh, wow! Auch die Fische verschwinden. Why? Liegt das dran, weil die Vögel die klauen? Oder liegt das daran, weil die jetzt irgendwie schlecht geworden sind? Diesen Bahnhof werden wir uns definitiv merken. Also das ist, der wird auf jeden Fall noch besucht, Freunde. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber aktuell liegt das nicht in meinem Interessensgebiet. So, ja, die Fische werden immer weniger. Aber ich glaube, wir müssen nur 10 abgeben. Da unten die 10 Eis haben wir auch abgegeben. Das können wir auch direkt hier mal entfernen. Aber wenn wir im Turm der Götter sind, sind wir ja quasi auch schon in Hyrule Stadt. Das ist ein simples Geradeausfahren. Allzu viele Botengänge sollte es, glaube ich, nicht mehr geben. Ich weiß noch davon, dass wir einen Krug wo abliefern müssen. Dann müssen wir noch Hanno aus dem Feuertal holen, der dort Züge fotografiert. Aber dann habe ich gar nicht mehr so viel im Kopf. Wir müssen auf jeden Fall noch den Battle Dungeon Stufe 3 machen. Wir müssen auf jeden Fall noch zum Hasenlager gehen, denn wir haben jetzt 5 verschiedene Hasen gesammelt. Dafür sollten wir auch nochmal eine Belohnung bekommen. Und gibt es sonst noch was, was wir tun müssen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also es gibt auf jeden Fall noch kleinen Scheiß, den wir machen müssen. Aber ich glaube, wir haben beim letzten Mal einen großen Schritt in Richtung 100% gemacht. So viel kann man auf jeden Fall sagen. So, zack, zack, zack. Wir fahren direkt weiter. Und zwar will ich ins Waldgebiet. Denn da ist Hyrule Stadt direkt um die Ecke. Und dann können wir auch schauen, ob wir in Hyrule Stadt an diese letzte Truhe auf dem Dach rankommen, bei der wir so gestruggelt haben. Ich weiß da bis heute noch nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Es kann ja kein Hexenwerk sein, an eine so eine blöde Truhe ranzukommen. Hoffentlich. So, da ist auch schon Hyrule Stadt. Genau, ich habe es sogar auf die Karte geschrieben. 10 Fisch. Das passt. Die habe ich dabei. Und selbst wenn uns noch 2 vom Wagen gemopst werden, das sollte kein Problem sein. Es sollten immer noch genügend Fisch sein, dass jetzt hier in Hyrule Stadt sich die Dame über die Fische freuen kann. So, den Affen auf Schweinenreiter, den Affenreiter quasi auch erledigt. Das finde ich immer noch das Kurioseste. Ein Affe, der mit Pfeil und Bogen, mit Bomben auf einem Schwein reitend einen angreift. Das gibt's nur in The Legend of Zelda, Friends. So, mit 16 oder wahrscheinlich gleich 15 Fisch, genau, kommen wir hier in Hyrule Stadt an. Jetzt müssen wir nur noch die Frau finden, die den Fisch haben wollte. Aber ich glaube, die stand hier irgendwo am Eingang. Oh nee, der kleine Dude hat die vertrieben. Mach doch nicht diesen. Mach doch nicht diesen. Hallo, hallo, ich hab den Fisch. Nee, oder? Sag jetzt nicht, dass der die vertrieben hat und die jetzt, keine Ahnung, nicht mehr da ist. Wohnt die hier drin? Nee, wer bist du? Erst waren die Schienen weg, jetzt sind sie wieder hier. Ich will mich nicht beklagen, aber es geht hier vor. Du hast nicht zufällig die Frau gesehen, die den Fisch haben wollte. Meister, du weißt nicht, wo die ist? Nein, er weiß es auch nicht. Oh, come on. Du kleiner Drecksbengel. Chillt die hier drin? Nee, das ist sie auch nicht. Mein Mann kommt nicht nach Hause. Er ist so sanftmütig und liebt Hasen. Wo kann er nur sein? Hast du von meinem Mann gehört? Ja, ich weiß, wo dein Mann ist. Dann fahren wir gleich zu den Hasen. Die steigt ein. In Ordnung. Dann können wir den quasi, dann können wir die auch gleich da abliefern, wo sie hin will. Aber wo zur Hölle ist die Frau, die den Fisch wollte? Da, hier. Hast du etwas Fisch an Bord? Ja, habe ich. Hier, nimm. Wow, all dieser Fisch, du bist wirklich ein toller Lokführer. Danke. Yay.
Her damit! Eine weitere Belohnung und eine weitere Erweiterung. Eine weitere Erweiterung für unsere Gleistafel. Und zwar hier drüben. Okay. Sehr interessant. Jetzt kann ich endlich wieder Fisch essen. Sag mir Bescheid, wenn du mal wieder welchen hast. Nee, nee, alles gut. Ich denke, du wirst mir nicht noch einen Kristall geben. Okay, wartet, dann machen wir es so. Dann mache ich hier die 10 Fischmarkierung weg. So, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen, was jetzt hier alles neu war. Also, das hier war neu. Hier runter. Und dann ist quasi das hier noch, glaube ich, erschienen. Und das hier auch noch. Irgendwie so, das ist alles neu. Auf jeden Fall wirklich ziemlich viele Verknüpfungen, die wir mittlerweile hier haben. So, wir haben jetzt auch die Frau an Bord, die will ins Hasenland, da will ich auch hin. Jetzt kümmere ich mich aber erstmal darum, an die letzte Truhe zu kommen, die hier noch auf dem Dach chillt, bei der ich aktuell noch keinen Schimmer habe, wie ich das machen soll. Jetzt müssen wir uns aber sowieso erstmal das Huhn von dem anderen Dach holen, also eins nach dem anderen. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch von hier. Von wo muss ich denn da hinhüpfen? Das ergibt doch keinen Sinn. Legit keinen Sinn. Aber von hier drüben komme ich da auch nicht hin. Ich bin sehr verwirrt. Wie komme ich an die Truhe ran? Als ob. Hä? Und jetzt nicht? Oh lol, so geht das. Als ob man auf die Löwenstatuen drauf kann. What the hell? Jawohl. Was man nicht alles für die 100% tun. Das ist wahrscheinlich halt ein Schatz, ne? Ja, ein Goron Bernstein. Holy shit, guys. Holy shit. Aber dann hätten wir den hier auch. So. Und wenn wir schon mal in Hyrule-Stadt sind, ich meine ganz ehrlich, why not? Lasst uns nochmal in die Monster-Arena gehen. Dann hätten wir auch das hier abgeschlossen. Und ich glaube, dann haben wir wirklich alles gemacht, was in Hyrule-Stadt noch ansteht. So. Vor allem, nachdem wir jetzt auch mittlerweile das Lokomus-Schwert haben, sollten wir hier auf jeden Fall ordentlich Damage machen. Wir haben Tränke dabei. Ich würde gerne Stufe 3 zocken. Genau. Und dann wäre, glaube ich, Hyrule-Stadt wirklich 100% abgeschlossen mit allem, was es dort zu tun gibt. Und wir starten direkt mit eisernen Enemies. Say what? Was soll ich denn gegen die tun? Pfeil und Bogen? Ja. Pfeil und Bogen it is. Okay. Also, das ist... Wir wissen ja mittlerweile, worauf wir uns hier einlassen. Das ist ja... Alles, ich sag mal, nicht ohne. Es geht natürlich auch um Zeit, aber ich sag mal, zeitlich haben wir bisher nie Probleme bekommen. Ich glaube, wenn man hier jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, groß trödelt, denke ich nicht, dass die Zeit hier einem Problems macht. Wir haben das beste Schwert. Wir haben, na, nicht alle Herzcontainer, aber definitiv sehr viele Herzcontainer. Und ich glaube, wenn wir hier wirklich ein bisschen entschlossen an die Sache rangehen, dann müsste das passen. So, mit dem Lokomus-Schwert brauchen die nur noch 2 Schläge. Ich weiß, dass die uns beim letzten Mal böse gerackt haben. Das weiß ich noch. Da haben die uns echt böse Damage gemacht, weil wir da, glaube ich, 4-mal auf jeden Einzelnen einprügeln mussten. Aber jetzt mit dem Lokomus-Schwert ist das natürlich eine stabile Sache. Aber schaut einfach mal, wie viele Gegner das sind. Also, wie viele von denen hier einfach auf dem Eis rumgammeln. So, genau. Das Ahnenschild habe ich auch. Das ist ja auch nochmal ein besseres. Und stimmt, einen Stempel brauche ich noch. Jetzt kommt es mir gerade. Ein Stempel ist noch wichtig. Ich kann theoretisch mit der Peitsche auf euch einprügeln. Das ist mir ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. So, wenn ihr halt nicht zu mir kommt, dann verprügele ich euch einfach. Zack. Mach einen Abflug. So, du auch. Ja, das spart ja sogar Zeit. So, und er noch als letzter. Einfach automatisch anvisieren. Und dann machen wir hier Feierabend. Okay, auf Eis kämpfen, nie eine schöne Sache. Muss man auch einfach mal zugeben. Das ist, wie soll ich sagen, sehr, sehr lästig. Weil man einfach übelst rumschlittert und einfach nicht ansatzweise von A nach B kommt. So. Auch hier kennen wir mittlerweile den Ray to go. Zack. Dann können wir den Schädel vielleicht sogar auf die anderen werfen. Geht das? So, immer schön draufprügeln. Da machen die nichts. Und an die Wand schleudern. Also die Peitsche ist wirklich mit eines der sichersten Kampf-Items überhaupt. Okay, wir können die nicht gegenseitig mit der Peitsche kaputt machen. Also wir können nicht Schädel auf Schädel werfen. Das wäre irgendwie nochmal ziemlich cool. Aber das war es auch schon. Nice. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Das kann, wie gesagt, ein bisschen dauern. Gerade, man weiß auch nicht, wie sie mit den Final Bossen umgehen. Auch hier, da mache ich mir gar keine Gedanken, ganz ehrlich. Da machen wir jetzt einfach hier, wir prügeln mit der Peitsche einfach in die Masse. Und dann passiert hier auch nichts. Ich weiß nicht, ob man hier mit dem Boomerang vielleicht noch fixer irgendwie umgehen könnte, wenn man dann, keine Ahnung,
Eisfledermäuse auf Feuerfledermäuse feuert, ob man dann hier irgendwie... Naja, ich glaube nicht. Ich glaube, das passiert wirklich genau hierauf. Man könnte auch mit Pfeil und Bogen irgendwie versuchen, die zu treffen, aber da schießt du dich halt dumm und dämlich und treffen tust du wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt hat der mich wirklich noch erwischt. Oh, come on. Du bist wirklich der Held der ganzen Familie, mein Freund. Die ganze Familie ausgerottet. Einen nach dem anderen mit der Peitsche aus der Luft gefeuert. Fledermaus. Oh, hallo. Fledermauspopulation komplett vernichtet. Aber die dürfen jetzt nicht mehr so viel aushalten, ne? Weil dank des Lokomo-Schwerts ich hier wirklich jetzt ordentlich Damage verteile. Ich glaube, ich mache sogar doppelt so viel Damage. Oh, nee. Der hat mich erwischt. Okay. Jetzt ist hier kurz Konzentration angesagt. Beiseite. Genau, die verprügeln sich gegenseitig. Das ist ganz hilfreich. Beiseite. Genau. Der schlägt nochmal. Hat hier seinen Kollegen geprügelt. Oh, nee. Jetzt hat er mich erwischt. Aber auch sein Hintermann. Und sogar richtig häufig. Ich glaube, ja, schaut mal, wie die sich gegenseitig verprügeln. Ich glaube, genau so ist das geplant. Schaut mal, wie sie sich gegenseitig verprügeln. So, immer schön auf Abstand bleiben. Oh, als ob der mich jetzt erwischt hat. Oh, come on, nicht gut, nicht gut. Wir stellen jetzt mal hier rein, machen ein paar Wirbelattacken. Ja, sie prügeln sich, sehr schön. Die Frage ist halt, wie viel Damage das denen wirklich macht. Das ist aber ein ganz schön übler Raum, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist echt ein übler Raum, so. Aua. Aber warte mal, wenn die so auf einem Haufen stehen. Wer sagt denn, dass ich die nicht einfach mit Bomben hier verprügeln kann? So, zack. Zack. So. Juckt das die gar nicht? Ja, also bis ich hier wirklich mal Damage rausbekomme. Halten die vielleicht mehr aus als der auf dem Schiff? Ah, jetzt hat der seinen Kollegen erledigt. Der erste ist down. Der zweite ist auch down. Okay. Wir haben wirklich einfach nur, ich sag mal, den Schaden sehr ausgeglichen verteilt. So, da gehen wir nochmal auf Abstand. So wenig Damage wie möglich fressen. Jedes Herz zählt. So. Wow. Das war mal ein interessanter Raum. Das war wirklich ein interessanter Raum, vor allem dadurch, dass man die drei dann zusammenlockt, dass sie sich gegenseitig Damage machen. Und der erste ist ja tatsächlich durch die Waffe eines seiner Kollegen gestorben. So, okay, auch ihr solltet eigentlich kein Act sein, wenn ich das aus sicherer Entfernung mache. Und vor allem euch einzeln angreife. So, wenn die alle auf einem Haufen sind, dann könnte das lästig werden. Das haben wir im Dungeon selber gemerkt. Dass man dann so ein bisschen die Kontrolle, sag ich mal, verliert. So steif aus Kopf ist mir voll egal, muss ich zugeben. Von denen habe ich mehr als genug. Ich brauche nur noch Bienenlarven und Dämonenfossile. Und von denen kriege ich einfach beiden nichts. So. Der nächste weg, ohne das. Vor allem kann man halt aus so einer sicheren Entfernung angreifen, dass sie gar nicht ihre Attacke starten. Das spart halt auch nochmal zusätzlich Zeit. So. Und du bist der Letzte. So, und ich werfe mich an die Wand. Und dann war es das auch. Wow. Leute, ich sag's euch, solltet ihr hier aus irgendwelchen Gründen auch immer strugglen, peitsche it in. Die Peitsche ist es. Oh, hallo. Na, was geht? So, der düst hier rum. Ich mach die einfach mal, ich versuche die mal alle zu so Statuen zu machen, weil man die dann auch gegeneinander werfen kann. Und wenn man die gegeneinander geworfen, also dann kann man halt zwei auf einmal vernichten. So. So, den hier schön mitnehmen. Dadurch, dass jemand die Wand rattert, passiert hier erstmal nichts. Genau. So. Zack, zack. Und zack. Oh, wow, der ist auch schon zu einer Statue geworden. So, da mache ich den noch. Bleib da, bleib da. Genau, geh zu deinem Kollegen. Sehr gut. So, weil die kann ich jetzt nämlich auch nochmal gegeneinander werfen. Und dann quasi auch beide direkt gleichzeitig erledigen. Wunderbar. Haha. Aber wir sind jetzt schon bei Gegnern aus dem Sandtempel. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall straight voran. Am Ende wird wahrscheinlich wieder irgendein Final Boss auf uns warten. Vermute ich mal sehr stark. Ah, jetzt kommen die. Jetzt kommen die. Aber auch jetzt habe ich das Lokomo-Schwert. Genau, wodurch die auch halt Run-Hits sind. Was krass ist. Und da ist einer. Ich kann die ja quasi nur aus dem Sand holen, wenn die so im Sand rascheln. Genau, damit nehme ich zwei auf einmal. Sehr gut, dann als erstes den, weil ich den als erstes geholt habe. Und dann den als zweites. So, du kannst schleudern, wie du willst. Das ist mir erstmal egal. Oder warte mal, kann ich den theoretisch auch so erwischen? Wahrscheinlich würde es gehen. Da ist er. Sehr schön. Ja, das war's. Ekelhafte Biester brauchen nur Zeit, mehr nicht. Das ist einfach, die Zeit regelt alles. Und immer natürlich schön an der Ausgangstür positionieren.
für die Speedrun-Strats. Oh, ihr? Warte mal, was war hier die Lösung? Genau, ach, wir mussten die, ach ja. Wir mussten die quasi in den, hier in das Elektro schleudern. Genau. So, greif mich an. Das war leider nix. Okay, das kann jetzt interessant werden. So, ich muss die hier so ein bisschen nach vorne schleudern. Genau, weil sich das Elektrovieh auch noch bewegt. So. So, hier runter bitte. Genau, das passt. Das passt. Ist das Vieh damit down? Hä, wie kann ich denn den Damage machen? Hä? Was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt habe ich böse kassiert. Das war nicht so gut. So, Moment mal. So, hierhin bitte. Genau, zack. So, der hat jetzt hier Damage gefressen. Jetzt kann ich ihm Damage machen. Oh, come on. Okay, Leute, hier kassiere ich gerade mal richtig böse. Hier kassiere ich gerade mal richtig böse. Auch das hat gepasst. Und jetzt sind auch die anderen nicht da. Sehr schön, der ist down. So, einmal hierhin bitte. Genau. Und ihr bitte auch einmal hierhin. Genau, das passt. Zweimal draufhauen. Zweiter down. So, jetzt haben wir es. So, hier hoch. Richtig. Beide. Beide erwischt. Sehr schön. Stopp. Weg vor dem Elektro. Weg vor dem Elektro. Keine Faxen machen. Nicht in den Elektro-Dude reinlaufen, weil man hier wieder seine Speedrun-Strats auspacken will. Auch wenn ich das Geld nicht brauche, so rote Rubine kann ich nicht einfach so rumliegen lassen, wenn sie direkt neben dem Ausgang sind. Das gehört sich nicht. So, okay. Jetzt geht's hier weiter. Ich meine, die kann ich einfach so rumpeitschen. Keine Ahnung, ob das klug ist. Ich schätze nicht. Was half hier? Was war hier des Rätsels Lösung? Einfach draufprügeln. Okay, ich habe noch nicht rausgefunden, was hier ist. Warte mal, ist hier irgendwo eine Fackel? Hier muss doch irgendwo eine Fackel sein, oder? Hier ist keine Fackel. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit in dem Raum. Okay, warte mal, warte mal. Was ist hier mein Ray to go? Hä? Gibt es hier irgendeine Art und Weise, die zu besiegen, die ich noch nicht kenne? Ich bin sehr überfordert, Freunde. Wenn ich Bomben werfe? Oder ich feuer erstmal Pfeil und Bogen in die Menge. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Geist, ich bin überfordert. Wenn wir das so machen. Nee, das macht den auch nur einen Damage. Das ist wirklich ein simples Draufprügeln, glaube ich. So, immer schön aus Distanz. Genau. Zack, der ist weg. Gut gemacht, aber meine Leben sind halt auch weg. Das muss man auch mal sagen. Aber ich glaube, ich sag mal, den größten Fehler, den wir bisher in diesem Playthrough gemacht haben, ist, wie wir uns quasi im Schildkrötenraum angestellt haben. Das war ja richtig peinlich. Da habe ich ja so viele Leben verloren. Ich bin gerade sehr konzentriert, ihr merkt das. Das ist nicht easy. Ich meine, ich habe einen roten und einen lilanen Trank. Ich glaube, der lilane Trank setzt sich automatisch ein, wenn ich sterbe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich sipp mal den roten. Schaden kann es nicht und Herzen kriegen wir ja auch nicht. So, aber wie gesagt, einfach, dass wir die Herzen mal auf unserem Konto haben. So, das passt. Dann fühle ich mich nämlich wieder ein bisschen sicherer. So, der paste hier noch ein bisschen rum. Das kann der machen. Ich kümmere mich derweil um seinen Bro. So, du bist weg. Komm schon. Das kriegen wir hin, Mann. Ja. So, der bounce jetzt einmal hier runter. Zack. Oh, nee, der hat mich jetzt echt nochmal erwischt. Oh, come on. Der bounce jetzt hier zurück. Ey. Was war das für ein Raum? Was war denn das für ein Raum? Oh, goddammit. Das Problem ist auch an diesen Räumen, beziehungsweise an dieser ganzen Stufe 3 Challenge, dass sie mich halt wirklich, wirklich fokussieren. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder du! Dass man sich hier halt wirklich fokussieren muss. Und dadurch ist es halt auch ein bisschen schwer, jetzt mal so zu sagen, okay, hier ist ein langweiliger Part, da rede ich mal ein bisschen über ein Thema oder so.
Ja, worüber willst du reden, wenn du wirklich halt dich sehr darauf konzentrieren musst, hier keine Faxen zu machen? Wir haben aber mittlerweile bei dem Boss hier, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, I'm sorry, haben wir jetzt das Lokomo-Schwert. Gigakules war his name, genau. Und mit dem Lokomo-Schwert machen wir deutlich mehr Damage. Das heißt, wir sollten ja hoffentlich in der Lage sein, hier ordentlich mehr Damage verteilen zu können. Zum wievielten Mal kämpfe ich gegen den Dude jetzt schon? So, das hat ihm schon mal wehgetan. Drei normale Schläge und der Dude sagt schon, oh, ich hab Schmerzen im Hintern. So, verzieh dich. Sehr gut. Und vor allem müssen wir jetzt wieder gegen jeden der Bosse kämpfen, gegen den wir auch schon in Stufe 2 gekämpft haben. Ja, okay. Und das Lokomo-Schwert hilft uns hier nicht viel. Wir müssen halt weniger auf ihn einprügeln. Ändert aber nichts daran, dass wir trotzdem jede Phase hier häufiger triggern müssen. So, jetzt habe ich eine Wirbelattacke gemacht, aber das hat ja nicht gejuckt. Der Dude erhebt sich in die Lüfte. Auch das kennen wir. Also ich sag mal, wenn Stufe 1, also wenn Stufe 3 jetzt wirklich so lang wie Stufe 2 plus nochmal Content obendrauf, dann keine Chance. Aber man muss auch sagen, die Räume allein waren ja schon viel, viel, viel schwieriger. Ich meine, allein schon der Raum mit diesen drei riesigen Keulenviechern so, der war ja quasi schon, ich sag mal, fast was für sich. So, der liegt gut. So, sehr schön. Er landet. Dann gibt es erstmal genau eine Wirbelattacke. So, das hat ihm auf jeden Fall schon mal Schaden gemacht. Er ist ganz schnell wieder auf seine Beine gehüpft. Er hat gemerkt, oh goddammit, der hat das Lokomo-Schwert. Das macht mir wirklich viel Damage. Ich sollte mich schnell wieder auf meine Beine bringen. Und dann ist er wieder abgehoben. Abgehobener Sohn hier. So, direkt hier erwischen. Aua. Das soll ich mich halt immer noch von denen treffen lassen. So. Gut positionieren. Würdest du? Richtig. Er würde. Zack. Oh, verdammt. Zwei Wirbelattacken reichen ihm schon wieder. Einmal noch. Also man hat hier wirklich keine Chance, trotz Lokomo-Schwert, was eigentlich mehr Damage macht, den Kampf zu beschleunigen. Weil der Boss ist halt darauf ausgelegt, dass man immer drei Phasen quasi durchlaufen muss. Bloß durch das Lokomo-Schwert kann man halt, wie soll ich sagen, schneller die einzelnen Phasen vernichten. So, that's the thing. Yeah. Gut. Und da machen wir jetzt hier Feierabend. Genau, es ist dann einfach nur noch ein Hit. So, man hat ihn eigentlich schon tot, aber er ist so programmiert, dass es drei Phasen sein müssen und dann passt es so. Bro, jetzt habe ich dich zum, ich weiß nicht, vierten Mal mittlerweile besiegt. Dreimal in den Boss-Battles und dann auch nochmal in Real. Ich hoffe, das wird jetzt nicht mehr so lange dauern. So, das birgt uns jetzt wahrscheinlich einfach instant in den nächsten Raum. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemlich, ziemlich lange Challenge wird. Oh, jetzt gibt's eine Art Boss-Rush. Okay, nicht so wie beim letzten Mal, dass man quasi immer ein Boss, dann wieder ein paar kleine Räume, ein Boss, wieder ein paar kleine Räume, sondern jetzt gibt's die ganzen Bosse hier instant hintereinander. Sehr interessant. Und ich muss ja wirklich aufpassen, dass ich nicht dumm Leben verliere. Wir haben noch den lilanen Trank, was sehr, sehr gut ist, was wirklich eine gute Investition ist. Den habe ich eigentlich nur gekauft, dass ich bei Terry noch Geld ausgeben kann. Das war ja eigentlich ein reines Kaufen, um rubinenlos zu werden Ding. Aber ich muss sagen, mittlerweile würde ich behaupten, ist das eine meiner besten Investitionen gewesen, so. Okay. Nochmal Feuer. So. Sehr schön. Direkt nächste Phase. Genau, jetzt ist er wieder klein. Das ändert ja erstmal, glaube ich, gar nichts an allem, was wir tun. Und dann, sobald der quasi wieder groß ist, dann machen wir den Shit hier. So, zack, zack, zack. Dann müssten wir das hier haben. Genau so ist es. Der Dude fließt wieder in die Mitte und jetzt macht er die Fackeln kaputt und fängt er wieder an, seine Elemente zu feuern. Das Nervigste daran ist diese super langsame Animation, wie er zu diesen Fackeln schwebt. So, oh nein! Damit hat ja gar keiner gerechnet, dass er jetzt die Fackeln kaputt macht. So, dann spuck mal dein Feuer. Und jetzt werd bitte zur Eisform. Alles klar, noch nicht. Kein Problem. Wir durchlaufen die Phase nochmal, Bro. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich glaube, du hast auch keine Lust, dauernd frisch von mir verprügelt zu werden. Nochmal die Feuerphase? Ey, was ist denn jetzt mit deinem RNG los? Ich habe ja immer noch eine Zeit-Challenge. Ich weiß, dass die nicht sehr schwierig ist. Aua. Aber ich glaube, wenn man sich hier zu viel Zeit lässt, dann geht es ja auch auf die Fresse. So. Dementsprechend können wir das jetzt hier, glaube ich, mal klären. So, zwei Wirbelattacken reichen. Ich glaube, zwei Wirbelattacken sind immer genau die Menge Attacken, die man braucht. So,
Soll ich hier auch mal aufpassen? Schön auf Abstand gehen. Schön auf Abstand gehen. Dass mich die Explosion nicht erwischt. Genau. Und da machen wir so. Wieder zwei Treffer. Zack, zwei Bubble-Attacken. Genau. Nächste Phase. Ah, jetzt ist er nochmal klein. Da muss ich ihn ja, glaube ich, auch nochmal quasi Elemente droppen lassen. So, würdet ihr bitte? Was muss ich hier tun? Ah, okay, warte mal. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Du machst das. So, zack. Und dann hinterlässt der nämlich Eis. Und das kann ich dann auf ihn feuern. Genau. Und jetzt können wir hier Feierabend machen. Hoffentlich. So. Jetzt spuckt er nochmal Feuer. Und danach nimmt er hoffentlich die Eisform an. Und dann machen wir hier Feierabend. Du bist einfach nur ein nerviger Balk. Mehr nicht. So, Eisform bitte. So sieht's aus. Feierabend jetzt an der Stelle. Dreimal auf ihn drauf. Zack. Wirbelattacke. Immer noch nicht. Halt doch die Schnauze. Was willst du von mir, Mann? Ey, ich glaube, genau so bin ich auch. Ich glaube, genau so habe ich auch reagiert, als ich vorhin als ich auf Stufe 2 den gebattelt habe, so nach dem Motto, stirb jetzt endlich. Und vor allem danach kommt wieder dieses komische Rankenvieh. Da haben wir beim letzten Mal wirklich, wirklich viele Leben verloren. So, ist jetzt... Ja, er ist in seiner Feuerform. So. Nein, das Eis ist weg. So, zack. Oh, jetzt habe ich wieder aufgepumpt. Das wollte ich nicht. Aber so kann man sich den Kampf beschleunigen, indem man ihn quasi einfach mit dem gleichen Element immer aufpumpt. So, jetzt. Oh. Magier, Eis, Feuer, Flamme, Dickwanst, Popo, Saug, Spacko ist down. Sehr schön. Und wir, Freunde, sehen uns beim nächsten Mal. Das dauert hier noch ein bisschen, glaube ich. Beim nächsten Mal werden wir Stufe 3 abschließen und dann weitere Nebenquests erledigen, die hier noch auf uns warten. Danke fürs Dabeisein, euer Hübi. Und an dieser Stelle nochmal ein persönliches Dankeschön an Kevin aka Suyeon Kamora für den großartigen Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank, Mann.